In den Weinfässern der Datings reifen gerade mehrere tausend Euro heran. Das Ergebnis präziser Pflege der Reben. 24 Hektar, das entspricht circa 24 Fußballfeldern, bewirtschaftet Helmut Dating zusammen mit seiner Schwester Heike. 10% und damit 20.000 Flaschen ihrer Weine exportieren sie dabei aktuell in die USA. Der Bedarf ist schon gut. Die Amerikaner entdecken natürlich auch gutes Essen oder spielt immer etwas einen größeren Anteil an der Nahrung. Essen bewusster und trinkt dann auch bewusster Weine aus verschiedenen Ländern halt. Darunter ist auch viel deutscher Wein, weil auch viele Amerikaner deutsche Abstammung oder deutsche Wurzeln haben. Seit 30 Jahren sind die Vereinigten Staaten ein wichtiger Abnehmer der Datings, wie für viele andere Pfälzer auch. Laut Deutschem Weininstitut exportierten die Winzer von dort bisher im Jahr 2019 Weine im Gegenwert von rund 5 Millionen Euro in die USA. Doch durch die neuen Strafzölle könnte es schwierig werden, das Level zu halten. Ich sage jetzt einfach mal so, im Einstiegssegment kostet so eine Flasche Liter von uns $25. Und die wird sich auf jeden Fall, wenn sich jetzt nichts ändert, im Preis mindestens, also um die 25%. Aber das summiert sich ja mit jedem weiteren Verkauf, Zwischenverkauf wahrscheinlich erhöhen. Die Datings versuchen, dem Problem vorerst winzertypisch gelassen entgegenzublicken. Dass gerade sie zu den Leidtragenden der Weltpolitik werden, verstehen sie jedoch nicht. Zu verdanken haben sie das einer Entscheidung der Welthandelsorganisation, nach der die USA wegen unzulässiger Subventionen der EU für den Flugzeughersteller Airbus Strafzölle auf Importe im Volumen von $7,5 Milliarden erheben darf. Für uns heißt es erstmal, den Wein irgendwo versuchen, woanders hin zu verkaufen. Wir sind ein Glück nicht von dem großen Markt abhängig, USA, sondern wir können natürlich auch die Weine irgendwo anders dahin verkaufen. Es ist bloß schade, dass sich der Markt gerade so gut entwickelt hat und das jetzt wahrscheinlich da Probleme etwas auftauchen. Aber es gibt immer ein Licht am Ende des Tunnels. Mit dem amerikanischen Importeur haben sie vereinbart, den Aufschlag zu dritteln. Weingut und Importeur verzichten auf einen Teil ihres Umsatzes. Die letzten circa 8% muss der Kunde drauflegen. Für eine Weile können sie so ihre Marktnische besetzt halten. Längerfristig ist das, laut den Weingutbesitzern, keine gewinnträchtige Lösung. Jetzt befürchten sie, dass die US-Händler auf andere Länder ausweichen könnten. Es gibt auch noch andere gute Weine auf dieser Welt. Und ich meine, es sind ja auch Länder hier in Europa, die nicht davon betroffen sind, wie zum Beispiel Österreich. Und das ist dann sehr einfach für die sozusagen in diese Lücke vorzustoßen und den Platz eben dann auch einzunehmen. Neben den USA beliefert das Dürkheimer Weingut auch Händler in Kanada, Taiwan, China, die Schweiz, Polen und Dänemark. Laut den Datings ein wahrer Segen, gerade in der aktuellen Situation.